Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Snacks für zwischendurch. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis, mittlerweile Online-Praxis. Und ich hatte in der Videoberatung eine Patientin, die mit ihrem Mann zusammen die Fragestellung hatte, wie sozusagen man zwischendurch gesunde Snacks, also was kann man essen. Sie wollte gerne in Richtung Gewichtszunahme gehen, beziehungsweise Gewichtsabnahme. Da war der Mann in der Abnahme, die Frau wollte gerne zunehmen. Das heißt, wir mussten etwas finden, was für beide sozusagen passt. Und an der Stelle ist es so, dass wir immer gucken, dass wir Muskelzellen aufbauen. Das heißt, man versucht immer erstmal in die Eiweißquelle zu gehen. Und bei denen ist es so gewesen, dass sie gerne was für zwischendurch, zum Beispiel abends auf dem Sofa oder für zwischendurch als Alternative immer zu dem ganzen Süßkram mit Kuchen, Keksen und so, hatten wir dann so ein bisschen überlegt, was da möglich. Und ich bin immer in der Empfehlung, dann sehr gerne Käsewürfel zu nehmen. Käsewürfel kann man ja schön klein schneiden, einfach Teller, Schale hinlegen und dann kann man, ne, auch einen Deckel drauf machen, kann man immer wieder zwischendurch einfach snacken. Der Hintergrund des gesunden Snackens an der Stelle ist, dass wir keinen Blutzuckerverlauf haben und die Eiweißquelle bekommen und an der Stelle sozusagen nicht den erhöhten Blutzucker mitnehmen und deren Probleme, sondern wir wollen ja die Eiweißquelle haben. Und daher, ne, wer Käse mag, kann Käse gerne nehmen. Für die ganze Käsefraktion gehört auch Mozzarella oder es gibt ja auch diese Mozzarella-Kugeln. Das ist hier nochmal, ne, aus Knete nachgemacht. Das wäre sozusagen Eiweißquelle. Wer mag, kann auch Frischkäse nutzen. Viele machen Frischkäse mit Kräuter zum Beispiel ins Schälchen rein und können zum Beispiel Gemüse einstippen. Also wenn ich dann Möhren habe, kann ich zack einmal rein und kann die mit der Eiweißquelle sozusagen nutzen. Also Gemüse geht natürlich auch alle Varianten. Ich habe jetzt hier einfach nur als Demo so ein paar Möhrenstreifen. Gemüse geht natürlich auch Tomate, ne, Cherry-Tomaten. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kräuterquark habe, kann ich auch, Moment, kann ich auch in den Kräuterquark sozusagen die Cherry-Tomate rein und zack, weg. Das heißt, ich habe die Eiweißquelle und ich habe eben auch das gesunde Gemüse. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Tomate habt zum Beispiel, könnt ihr das auch gerne nutzen an der Stelle. Dann kann man natürlich auch Tomate, Gurke. Gurke geht ja auch. Bei Gurke könnt ihr natürlich auch als Stifte und dann in den Kräuterquark oder in den Frischkäse rein. Bei der Gurke ist es so, dass wir die auch klein schneiden können. Einige machen das auf den Hüttenkäse zum Beispiel obendrauf. Also ich kann ja auch das Gemüse, auch die Tomate klein schneiden und dann mit dem, das ist hier nur eine Attrappe, ne? Auch die Kräuter oder auch Tomate, Gurke, Paprika zum Beispiel geht auch sehr gut. Kann man schön klein schneiden, auch in Kräuterquark oder in Quark rein und Paprikaquark zum Beispiel machen oder in Tomatenquark, ein bisschen Tomatenmark. Sowas geht auch alles. So, dann haben wir einen Gemüseanteil. Was ihr noch nutzen könnt, ist auch Ei. Also das klassische gekochte Ei, Spiegelei. Man kann auch das Ei als Rührei machen. Ich habe zum Beispiel letztens ein Ei genommen, zwei Eier gekürt. Also wie fürs Rührei. Habe das aber wie eine Art Pfannkuchen in der Pfanne gegart, also beidseitig. Und habe das hinterher einfach in Stücke geschnitten. Man kann auch ein Spiegelei nehmen, einmal reinpixeln, dann läuft das Eigelb sozusagen rum. Und wenn ich das von beiden Seiten brate, kann ich das nachher einfach in Scheiben oder Stückchen schneiden. Und wenn ich das dann auch in die Box oder auf den Teller mache, dann kann ich mir ein paar Käsewürfel nehmen, kann mir ein bisschen Rührei reinmachen. Wer will, kann noch ein bisschen Tomate zum Beispiel dazu. Und dann hat es den Vorteil, dass wir zwischendurch gesunde Sachen essen können. Also man würde ja häppchenweise essen und das ist dann ein gesundes Snacken an der Stelle, weil das alles, was ich euch bis jetzt erklärt habe, den Blutzucker nicht erhöht. Es gibt noch welche, die in Richtung Avocado gehen, wer das mag. Kann man auch die Avocado klein schneiden oder Mousse draus machen. Was auch viele gerne mögen, Thema Nüsse. Könnt ihr auch nehmen, auch Pistazien, Mandeln zum Beispiel. Hier sind nochmal Erdnüsse zum Knacken, Walnüsse. Also da könnt ihr auch schauen, was ihr gerne mögt. Ein bisschen Obst würde auch gehen, wenn ich es mit Eiweißquelle mixe. Also es gibt immer wieder Patienten, die auch sagen, okay, ich habe hier Käse. Das heißt, ich mache einen höheren Anteil Eiweißquelle und kann natürlich eine kleine Handvoll Obst auch dazu nehmen, so ein paar Weintrauben. Ne? Also manchmal will man ja auch ein bisschen Blutzuckeranstieg haben. Aber ohne Obst wäre es sozusagen immer alles, lässt den Zucker
nicht ansteigen. Fisch geht noch, hier ist zum Beispiel Lachs oder ihr könnt natürlich auch Matjes oder Hering nehmen oder Heringfilets oder Forelle zum Beispiel hatten wir gestern. Das heißt, kann man klein schneiden und dann kann man die häppchenweise auch essen. Was auch immer gut geht, ich habe jetzt hier eine Salamischeibe, aber es gibt ja auch diese Salami-Sticks oder diese kleinen Mini-Würstchen, die Cocktailwürstchen. Was auch gut funktioniert, ist Würstchen klein schneiden zum Beispiel. Dann habe ich sozusagen einen Anteil immer Eiweißquelle und bis auf das Obst, was ich nannte, lässt alles den Blutzucker nicht ansteigen. Es ist immer so, dass der Anteil Fett natürlich hier drin ist. Den muss ich natürlich mit Kalorien auch irgendwie wieder abarbeiten. Aber ich kriege ja über die tierischen Produkte eben auch die Eiweißquelle. Also schaut so ein bisschen, was da zu euch passt. Natürlich für die vegetarischen Leute gehen auch vegetarische, wer es geschmacklich mag, die Ersatzprodukte, wenn man sie verträgt und mag. Das kann man natürlich auch gerne machen. Das wäre ja der Ersatz sozusagen für die Milch- und Milchprodukte zum Beispiel oder für die tierischen Produkte. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Ach, eine Sache fällt mir noch ein. Wurstaufschnitt gibt es ja auch noch. Das heißt, gekochten Schinken und ähnliches könnt ihr natürlich auch nehmen. Das ist hier mal so eine nachgemachte Jagdwurst mit Pistazien oder eben auch Salami. Ich kann natürlich die Wurst auch nehmen und klein schneiden. Oder die Schinken, also hier gekochter Schinken zum Beispiel, kann ich auch mit Frischkäse mixen. Da machen einige so kleine Röllchen draus. Ne? Wenn ich jetzt sozusagen die Fleischwurst habe und sie rolle und mache vorher aber ein bisschen Frischkäse rein, dann habe ich sozusagen eine Eiweißquelle mit einem Fleisch sozusagen gemischt. Sowas geht auch. Kann man sich auch so ein paar auf den Teller legen, kann ich auch nochmal halbieren und dann habe ich sozusagen auch gesunde Snacks für zwischendurch. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Essen. Ich sage erstmal ganz lieben Dank. Schreibt mir in die Kommentare gerne, wenn ihr noch irgendwelche Fragestellungen habt, wenn ihr euch noch was einfällt. Ja, und habt einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!